Oh Mann, endlich bin ich im Kindergarten angekommen. Ich liebe den Kindergarten. Aber wo sind alle Leute hin? Ich hoffe, ich bin nicht alleine hier. Oh Gott, so, ich gehe mal nach oben und... Oh, ihr seid ja schon alle da. Meine besten Freunde und... Oh, sogar Emily ist hier. Hallo. Lami, du Oh. bist ja endlich da. Oh, hallo Emily und Clarissa und der Muskeljunge. Hallo, wie geht's euch? Guck mal, Lami, SpongeBob ist dran. Lami, endlich bist du da. Wir haben auf dich gewartet. Ja, wir haben echt alle auf dich gewartet, Lami. Was wirklich auf mich? Ihr habt gewartet, aber warum denn? Auf was habt ihr gewartet? Naja, also, am besten sagt ihr das ja Emily, oder? Aber was musst du mir denn sagen, Emily? Lami? Ja? Ich muss dir was sagen. Was denn? Ich weiß leider nicht, wie man den Sender wechselt. Also, ich weiß nicht, wie man die Fernbedienung benutzt. Was? Du kannst das doch so gut. Kannst du das vielleicht für mich machen, Aber Lami? man muss ja nur einen Knopf drücken und das könnt ihr alle nicht? Nein, leider nicht, Lami. Und der Muskeljunge kann das auch nicht. Ich kann das wirklich leider nicht. Es tut mir leid, Jungs und Mädels. Na gut, ich mach das für euch, das ist gar kein Problem. Also ihr nehmt die Fernbedienung einfach und zeigt auf den Fernseher, das ist ganz, ganz wichtig. Und hopp, so, und ich habe den Sender gewechselt und jetzt ist Partyzeit. Oh, Lami, du bist so toll. Du bist wirklich mein Held. Du kannst alles. Was? Sag das doch nicht. Ich werde rot im Gesicht. Oh Mann, aber anderes Thema. Lass uns doch Verstecken spielen, oder? Oh, ja, das ist so eine gute Idee, Lami. Okay, dann würde ich sagen, du zählst. Tschüss, ich muss Okay, verstecken. Oh Mann, eins, ich liebe den zwei. Kindergarten. Ich will hier niemals raus. Ich verstecke mich einfach. Oh, was ist das für ein Raum überhaupt? Naja, ist ja egal. Ich verstecke mich einfach hier. Und ich hoffe nicht, dass Emily mich hier findet. Oh Mann. Oh Gott, die ist ja direkt schon da. Bitte findet die mich Lami? nicht. Lami? Nein, ich bin hier nicht. Wo bist du dann? Nicht hier. Okay. Dann Nö. suche ich dich mal weiter. Oh Mann, ey. Wisst ihr, ich muss sagen, Emily ist so ein tolles Mädchen. Aber immer wenn ich in ihrer Nähe bin, dann werde ich so rot und schüchtern. Oh Mann, ich bin echt ein schüchterner Junge. Ich wünschte, ich könnte mich trauen, ihr zu sagen, dass ich sie echt doll mag. Hallo Lami, hier bist du ja. Du hast mich veräppelt. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Nö, ich weiß nicht, was du meinst. Okay, ist gut. Ich zähle einfach. Du kannst sie Okay. verstecken. Okay, bis gleich. Du wirst mich niemals finden, Lami. Oh Mann, hoffentlich hat ihr das wirklich nicht gehört. Das wäre sonst echt peinlich. Und das war im Kindergarten. Oh Mann, ich muss zur Schule. Ich hasse die Schule, Herr Postbote. Das ist nicht mein Problem und Lami, guck mal auf die Uhr, du bist zu spät. Was schon wieder? Ich komme immer zu spät zur Schule. Oh Mann, ich hasse die Schule. Ich wünschte, ich wäre für immer im Kindergarten geblieben. Emily? Emily, wach auf, was machst du denn hier? Da bist du ja endlich, Lami. Ich habe so lange auf dich gewartet. Wie viel Uhr haben wir? Hat die Schule schon angefangen? Ja, leider schon. Oh Gott, Oh es tut mir Gott. leid für die Verspätung. Ihr seid schon wieder zu spät. Naja, Emily, bei dir ist es nicht schlimm. Ich mag dich. Aber Lami, du kriegst Nachsitz nur eine 6. Wie unfair, oh Mann. Bei Emily ist es nicht schlimm, aber bei mir, oder? Ja, genau. Lami, endlich bist du da. Wir schreiben nämlich einen Test, einen Überraschungstest. Oh Gott. Ein Überraschungstest? Das wusste ich ja selber gar nicht. Überraschung. Was? Warte mal, wir schreiben einen Test. Emily, wusstest du das? Lami, ich wusste es. Hier sind die Lösungen. A, B, D, F und E. Aber pscht, ich hab dir nichts gesagt. Okay. Ich glaube, ich habe die Hälfte schon vergessen. Aber, Frau Lehrerin, ich glaube, ich muss noch kurz auf Klo vor dem Test.
Du bist bestimmt am Schummeln. Kann das sein? Du willst die Lösung schummeln. Nein, ich will mich nur vom Test drücken. Oh Mann, Freunde, ich mag die Schule gar nicht. Ich wünschte, ich wäre für immer im Kindergarten geblieben. Da war es doch so schön, ey. Oh Mann, und jetzt muss ich hier auf dem Klo lernen, während die anderen schon auf mich warten. Oh Mann, warte mal, der Test. Ich kann keinen Test schreiben. Nein, ich wünschte, ich könnte die Zeit vordrehen. Oh. Wir sind endlich auf unserer Hochzeit, Emily. Und schau mal, unsere ganzen Freunde sind auch da. Clarissa, der Polizist, der Muskeljunge, den wir schon seit Kindergartenanfang kennen, Dr. Becker und sogar die Lehrerin, die ich eigentlich gar nicht eingeladen habe. Warum ist sie eigentlich hier? Sonst wird sie noch sauer und gibt uns Nachsitzen. Lass sie einfach hier sein. Na gut. Okay, Leute, also ihr habt richtig gehört. Emily und ich heiraten heute. Oh Mann, ich freue mich so für euch. Oh Mann, Lami, du bist so schnell erwachsen. Ich kenne dich noch von klein an. Lami, ich kenne dich auch noch, als du ein kleines Baby warst. Aber du bist immer noch so ein kleiner Furz. Was soll das denn heißen? Aber trotzdem, ich liebe euch alle. Ihr seid alle meine besten Freunde. Und auch du, Dr. Becker, du bist der beste Arzt. Danke, Lami. Du bist aber auch der beste Patient von mir. Und, Frau Lehrerin, du, bist eine gute Lehrerin. Ja, das will ich aber auch hoffen für dich, dass ich eine gute Lehrerin bin. Wenn nicht, dann kriegst du auch Nachsitzen. Oh Mann, wieder kommt die mit ihrem Nachsitzen. Naja, okay, wir können jetzt anfangen. Okay, also, Lami, ich frage dich vor Gottes Angesicht. Nimmst du deine Braut, Emily, als deine Frau und versprichst du, ihre Treue zu halten, in guten und schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit und sie zu lieben und zu achten und zu ehren, bis der Tod euch scheidet? Dann antworte mit Ja. Oh ja, ich will. So, okay, Emily... Und deine Antwort lautet? Ja, auf jeden Fall. Oh Mann, ja. Okay, dann sind wir uns ja einig. Dann dürft ihr euch jetzt küssen. Oh Mann. Und? Mua. Oh. Wir sind verheiratet. Ja. Oh Mann. Mein Magen hat mich geweckt. Mein Magen knurrt so. Emily, du bist ja gerade in der Küche, das freut mich, ja? Da kannst du mir auch bestimmt was zu essen machen, oder? Ich guck mal im Kühlschrank, Lami. Oh, Lami, ich habe eine gute Nachricht. Warte kurz. Was denn? Oh Gott, hier. Aber Emily, jetzt mal eine andere Sache. Und zwar, wir kennen uns ja schon so lange, seit dem Kindergarten. Und unser ganzes Leben ist eigentlich mega cool verlaufen, oder? Was meinst du? Oh ja, total. Wir kennen uns wirklich seit dem Kindergarten schon und unsere Freunde, die meisten kennen wir auch schon seit dem Kindergarten. Wir hatten echt Glück, Lami. Oh Mann, wir sind noch zusammen zur Schule gegangen und haben geheiratet und jetzt, warte mal, da muss ich auch direkt hin, haben wir sogar unser eigenes Haus, unseren eigenen Garten. Und Freunde, das Allerwichtigste, den kennt ihr auch alle, Freunde, wir haben... Unser eigenen Sohn Leo. Und Leo, wo bist du? Papa, du bist es. Und Mama, was macht ihr hier? Oh, wir haben einfach darüber geredet, wie cool eigentlich unser Leben ist. Weißt du, deine Mutter und ich, wir kennen uns schon seit dem Kindergarten. Schon seitdem wir so klein waren, so wie du es gerade bist. Oh ja, und das Coolste ist, dass wir jetzt sogar dich haben, unseren eigenen Sohn. Unser Leben ist wirklich mega cool. Oder Leute, was meint ihr? Was ist eure Meinung über das Leben von Lami und Emily? Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich würde sagen, das Leben war bis jetzt mega cool. Aber das Gute ist, es geht ja immer noch weiter, Emily. Wir wissen gar nicht, was noch auf uns zukommt. Lami, vielleicht kriegen wir auch noch ein Geschwisterchen für Leo. Ein Geschwisterchen? Freunde, meint ihr, Emily und ich sollten noch ein Baby bekommen? Und vielleicht kriegen wir ja sogar eine Tochter, Emily. Oh ja, dann wird sie hoffentlich aussehen wie ich. Das wird so ein Traum, Lami. Oh ja,
Und Freunde, was meint ihr? Wie fandet ihr das Video? Wenn euch das gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich würde mich sogar super darüber freuen, wenn wir diesmal die 2000 Likes schaffen würden. Das wäre auf jeden Fall mega cool, Freunde. Und Leute, ich würde sagen, abonniert diesen Kanal und aktiviert rechts neben die Glocke. Das wäre ganz, ganz wichtig. Und so verpasst ihr auch gar keine Videos mehr. Und ich hoffe, ihr schaltet morgen beim Video ein. Und tschüss! Tschüss!